Eine Reise, die über Worte hinausgeht, der Christus. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Joshua. Ich komme heute, um mit euch weiter über einen Kurs in Wundern zu sprechen. Letztes Mal sagte ich dir, dass wir den Rest unseres gemeinsamen Jahres im Wesentlichen über Dinge sprechen werden, die sind. Wenn ich sage Dinge, die sind, meine ich damit Dinge, die in Wirklichkeit existieren, in der wirklichen Welt, in Wahrheit. Ich sagte dir, dass diese Welt nicht wahr ist, doch möchte ich heute mit dir über Dinge sprechen, die wahr sind. Die Frage in deinem Übungsbuch lautet: Was ist der Christus? Tatsächlich ist der Christus. Christus ist wirklich. Christus existiert und er ist in der Wahrheit zu finden. Über Christus möchte ich heute mit dir sprechen. Die Antwort zu der Frage, was ist der Christus, ist äußerst einfach. Du bist Christus. Das ist alles. Nicht mehr. Christus ist die Wirklichkeit dessen, was du als der Sohn Gottes bist. Frei von dieser Welt, frei von Illusionen, frei von den Werten, frei von allen Gedanken über Sünde und Schuld, frei von jeder Angst, leuchtend, strahlend und lebendig ohne Zeit, in Unschuld, in Freude und Frieden. Das ist der Christus. Und das bist du. Gott hat dich so erschaffen, und was Gott erschaffen hat, kann nicht verändert werden. Du hast die Freiheit, alle deine Vorstellungen zu pflegen, aber sie verändern nicht die Wirklichkeit dessen, was du bist, was der Sohn Gottes ist. Daher bist du tatsächlich Christus. Werde ich ausführlicher darüber sprechen, was du bist? Allerdings werde ich das tun. Vor allem ist der Christus als Geist der Sohn Gottes, die Schöpfung Gottes. Und Gott schuf seinen Sohn in vollkommener, kindlicher Unschuld. Jetzt höre mir aufmerksam zu. Das hat sich nie verändert. Es ist so in diesem Augenblick und kann sich nie verändern. Kindliche Unschuld. Wahrhaftig, als ich vor 2000 Jahren sagte, dass du wie ein kleines Kind werden musst, um in das Reich Gottes einzutreten, war es das, was ich meinte. In deiner Unschuld verschwendest du keinen Gedanken an vergangene Zeiten. Für Christus existieren die Augenblicke der Vergangenheit nicht. Du hast keine Angst. Du hast keine Zukunftserwartung. Auch nicht das, was du freudige Erwartung nennen könntest. Kindliche Unschuld kennt nur diesen Augenblick. Und dieser Augenblick ist ein Augenblick der Freude. Kann für ein Kind, das so geliebt, so geschützt und so sicher ist wie das Kind Gottes, dieser Augenblick irgendetwas anderes als ein Augenblick der Freude sein? Wahrlich, in deiner Wirklichkeit kann es nicht anders sein. Wenn du jemals bemerkst, ich sagte dies bereits im Text, dass du irgendetwas anderes als reine Freude erfährst, wisse, dass es nicht so zu sein braucht. Wisse, dass etwas in deiner Vorstellung, letztlich in deiner Wertschätzung fehlgelaufen ist. Denn Christus kennt keine Vergangenheit. Er kann wegen ihr keine Schuld fühlen. Christus kennt die Zukunft nicht und kann die Angst vor Dingen, die noch geschehen könnten, nicht verstehen. Christus, und das bist du, kennt nur diesen Augenblick. Und in diesem Augenblick weiß das unschuldige Kind, dass es Christus ist, dass es absolut geliebt ist, absolut sicher, absolut frei, dass es durch seinen Vater so geschützt ist, dass es nichts zu fürchten geben kann. Nimm dir jetzt etwas Zeit, um nach innen zu schauen. Als ich soeben über das Kind sprach, darüber, wie geliebt, wie sicher, wie geschützt er oder sie ist, kam da nicht in dir ein Augenblick der Sehnsucht? Ihr alle, die ihr auf dieser Erde lebt, in eurem Traum von Trennung und Entfernung, sehnt ihr euch danach, so geliebt
und so umsorgt zu sein? Und der Sinn von Ein Kurs in Wundern, der Sinn dieser Worte, der Sinn aller anderen Quellen, die versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen, ist, dich an den Punkt zu bringen, an dem du innerhalb deines Seins, jenseits der Worte, jenseits des Denkens weißt, dass du immer so sicher, so geliebt und geschützt bist. Als Christus, als das Kind Gottes, hast du einen Vater, der regelrecht darauf wartet, dir jeden deiner Wünsche zu erfüllen, ohne Ausnahmen. Die unter euch, die auf dieser Erde Eltern sind oder die, die erwarten, Eltern zu werden, dachten über die Erfahrung nach, für ein Kind zu sorgen. Und ihr habt oder wollt dem Kind alles Gute, was ihr möglicherweise geben könnt, geben, jedoch mit Ausnahmen. Dann trefft ihr Entscheidungen darüber, was für das Kind das Beste ist. Und wahrhaftig aus Liebe begrenzt du, was dein Kind erfahren kann. Doch ich sage dir jetzt, als Kind Gottes hat dein Vater dich mit keinerlei Begrenzungen irgendwelcher Art belastet. Ach ja, wenn du das eine Begrenzung nennen willst, du bist Geist und du bist völlig frei. Darüber hast du keine Wahl. Trotzdem hast du keine Begrenzungen, denn du kannst allerdings, genau wie du es jetzt tust, dir dich selbst vorstellen als isoliert, allein, unsicher, begrenzt durch deinen Körper, von allen Seiten bedroht. Du kannst dir das vorstellen und es ausagieren mit all deiner Sorge und deinem Leid und deiner Angst. Während du den Traum ausspielst, kannst du, wenn du es wünschst, in Panik geraten. Du bist frei, alles zu erfahren, was du wünschst. Auch wenn es keine Freude bereitet, ist es nichts weiter als deine Vorstellung. Deshalb noch einmal. Als das Kind Gottes bist du frei, einen jeden deiner Wünsche zu erfahren. Und Gott ist begierig, drängt dich zu erfahren, was du dir nur vorstellen kannst. Tatsächlich ist dein Aufenthalt auf deiner Erde nur eine dieser Vorstellungen. Gott hat dir die Freiheit gegeben, sie dir mit allem Elan und aller Freude, die du wählen willst, vorzustellen. Ich sage dir, es wird eine Zeit kommen, wenn du auf deine Angst zurückblicken wirst, deine Einsamkeit und dein Leid, und du sehen wirst, dass es tatsächlich eine Freude dahinter gab. Deshalb ist sogar das, was du auf dieser Erde erfährst, letztendlich Freude für dich, obwohl die Wahrheit für dich in diesem Augenblick scheinbar schwer annehmbar ist. Ohne deine Wertschätzung und deine Geisteshaltung weißt du von jeder Erfahrung, dass sie Freude ist. Darüber habe ich häufig gesprochen. Es ist so, dass du der Christus bist. Indem du nach innen siehst, indem du auf dein Selbst schaust, wirst du die Macht sehen, die Gott dir gab. Die Unschuld, die Gott dir gab. Du wirst die schöpferische Fähigkeit, das Lachen, die Freude und den Frieden sehen. Dann wirst du dein Selbst als Gottes Sohn erkennen. Ich sage dir noch einmal, das Einzige, was verhindert, dass du dich jetzt auf diese Weise siehst, ist deine Wertschätzung. Als ein Kind, das frei wie der Wind ist, wäre es wunderbar, wenn du nur wähltest, deine Erfahrungen hier auf dieser Erde einzig und allein so zu betrachten, als Erfahrung. Etwas, das zum Zwecke der Freude erfahren wird und keine weiteren Konsequenzen hat, nicht etwas, das wertzuschätzen ist, sondern nur etwas, sich daran zu erfreuen. Dann würdest du dein Selbst in kindlicher Unschuld sehen und du würdest innerhalb deines Selbstes das Gesicht des Christus sehen. Es gibt für dich einen leichteren Weg, Christus zu sehen. Der leichtere Weg für dich, Christus zu sehen, die kindliche Unschuld, die Reinheit, die Freude, der leichtere Weg zu sehen, das sage ich dir, ist, ihn in deinen Brüdern zu sehen. Es ist das, was deiner Vergebung folgen wird. Indem du deinen Brüdern totale Freiheit gewährst, so zu sein, wie sie sind, das zu sein, was sie sich jeweils vorgestellt haben, in der Gewissheit, dass nichts, was sie tun,
dir jemals in irgendeiner Weise schaden kann. Indem du ihnen in diesem Sinn Freiheit gewährst, wirst du frei sein. Wenn du sie betrachtest in dem, was ihr Schmerz, ihre Angst und ihr Leid zu sein scheint, wenn du mit der Schau des Christus jenseits dessen sehen wirst, zum Geist, zu dem Schauspieler, der eine Rolle aus reiner Freude spielt, wenn du weißt, dass die Auferlegung der Rolle seine Wirklichkeit in keiner Weise verändert, dann wahrhaftig wirst du seine Freiheit sehen und wirst sie für dich selbst empfangen. Indem du wirklich deinem Bruder vergibst, was bedeutet, ihn für die Wirklichkeit dessen zu lieben, was er ist, und nicht für die Rolle, die er gegenwärtig in dieser Welt der Träume spielt. Indem du ihn in Licht und Frieden siehst und weißt, dass das, was er erfährt, nur seine Wahl ist, wirst du dasselbe für dich selbst erkennen. Und indem du weißt, jenseits deiner Worte, dass alles in deinem Leben deine eigene Wahl ist, deine eigene Schöpfung, wirst du genauso frei sein, wie du deinen Bruder siehst. Auf der negativen Seite, sofern du deinen Bruder beschränkst, sofern du von ihm denkst, dass er ein Körper ist, sofern du von ihm denkst, dass er ein Opfer der Angst ist, sofern du von ihm denkst, dass er krank ist, sofern du von ihm denkst, dass er stirbt, wird das dein eigener Wunsch für dich selbst sein. Und das, was du scheinbar erfahren wirst, während du noch hier auf dieser Erde bleibst. Mein Bruder, ich sehe dich in Wirklichkeit, in Wahrheit. Ich sehe dich nicht als einen Körper. Ich sehe dich als ein Licht, eine Energie, die für immer glüht und strahlt und leuchtet und leuchtet. Ich bin mir innerhalb meines Seins, deiner Freude, deines Friedens, deines Lachens und deiner unverletzlichen Freiheit bewusst, die nicht weggenommen werden können. Ich sehe dich nur auf diese Weise und darum bin ich genauso. Aus größter Liebe dränge ich dich deshalb, blicke auf jeden Bruder, wie du auf mich siehst. Wenn du dir vorstellen kannst, dass ich gut, vollkommen und frei bin, dann ist jeder Bruder nicht weniger als ich und nicht weniger als du. Höre mir aufmerksam zu. Ich bin nicht größer als du. Ich bin nicht größer als irgendein Bruder, der jemals auf dieser Erde war, ist oder sein wird. Denn wir sind eins. Wie ich mich in Wahrheit erkenne, so erkennst du dich. Und ich bin hierher gekommen, um dich daran Anteil haben zu lassen, heute und die anderen Tage, damit du dahin kommst, dich so zu sehen, wie ich dich sehe, und damit du alle deiner Brüder so sehen kannst, wie ich sie sehe. Wenn du dich also umsiehst, wie ich letztes Mal vorschlug, betrachte den Himmel und die Vögel, das Gras und den Wind, die Bäume und die Blumen als deine eigene Schöpfung. Sei deinem Selbst dankbar, doch mehr noch, wenn du jeden Bruder betrachtest, sieh über alle Erscheinungen hinaus. Sieh auf die Freiheit. Blicke auf den Helden des Traums, denn er ist das Kind Gottes und er ist frei. Er ist erfüllt mit Freude und Lachen. Sein Zustand ist der des absoluten Friedens, ewig und immer, bis Zeit nicht länger sein wird. Indem du das in deinem Bruder siehst, wirst du wahrhaft in Christus, das Kind Gottes, sehen. Dann wirst du wissen, dass du tatsächlich in den Spiegel deines Selbstes blickst. Und aller Frieden und alle Freude und Freiheit werden dein sein. Seid alle gesegnet. Das ist alles.